Ist das ein Wildschwein oder? Jo. Hier ist doch Wasser. Wer bist du denn? Ein Hase. Was soll ich jetzt hier machen? So, also ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier machen müssen. Diese Falle müssen wir irgendwie wegmachen scheinbar, aber ich weiß nicht genau wie. Ach so, wir müssen da hoch, oder? Hier ist... okay. I see. A hunting trap. Too small for the bear, but I can use it elsewhere. Also können wir es jetzt wahrscheinlich hier einbauen, oder? Ah, da können wir den Hasen mitfangen. Nee. Nicht den armen Hasen, da hängt eh schon eine Stunde im Schneehaufen fest. Okay, also es gibt noch ein zweites Teil für die Falle. Und dann können wir die wahrscheinlich bauen. Da. Ich habe die ganze Zeit aus diese Spezialsicht aktiviert und dann ist alles so grau. Die geht nämlich nicht von alleine wieder weg, scheinbar. So. Da ist es doch. Oh, da liegt ein Hase. Alter. I think I saw proper tools inside the shelter. Ach, wir haben eine Werkbank im Shelter, okay. So, dann gehen wir mal dahin. Zurück. So, die Tür ist noch offen. Aha, das ist also die Crafting-Bank da. Gut, dann schauen wir mal, wie das geht. Oh, sieht sogar recht komplex aus, ne, irgendwie. Ah, okay, jetzt können wir hier Planks craften. Die wir ja brauchen. Mache ich mal ein paar. Und hier können wir eine Falle herstellen. Okay. Okay. I should set up a trap as soon as I can. Achso, wir brauchen noch mehr Planks. Das heißt, wir sammeln noch ein bisschen Holz ein. Da haben wir noch ein bisschen liegen. Zack. Ich glaube, das war's, ne? Das heißt, wir müssen noch einen Baum fällen. Also diese Rucksack-Animation ist eigentlich ziemlich cool. Bloß ein bisschen nervig auf Dauer, wenn man das immer machen muss. Also immer halt warten muss, bis die Animation rum ist. Wenn man schneller ins Inventar will, ist es ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich cool. So, Baum fällt. Junge, die fallen aber auch wirklich ganz wild um. Okay, jetzt müssen wir da drauf nochmal drauf kloppen. So. Zack. Warte mal, müssen wir nochmal drauf kloppen? Scheinbar schon. So, jetzt. Jetzt haben wir Holz. Das sollte reichen. Ich glaube, die 4 Stück reichen. So, Werkbank. Und dann machen wir noch ein paar Planks. Okay, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt machen können. Die Hauswand. So, It's not great, but it will keep me safe. But still, I've got to cover the roof somehow. Hä, haben wir das jetzt schon gemacht? Das sieht doch genau aus wie vorher. Okay. Fix the shelter roof. Wie soll das denn gehen? Das ist eine gute Frage. Also irgendwie sollen wir noch das Dach reparieren von dem Ding. Ah, da oben ist ein Loch drin. Ja gut, aber wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung, deswegen schauen wir erstmal kurz nach dem Fallschirm. Da müssen wir davor laufen. Wir können den vielleicht mit dem Fallschirm irgendwie machen? Ich weiß nicht, ist nur so eine Vermutung. Ah, wir sind wieder am Anfang, ne? Das war ja da am Anfang. Mit diesem Fallschirmspringer da, genau. Stimmt. Okay, und da sollen wir jetzt irgendwie ran. I have to get this parachute off the tree. Or I could just get rid of the whole tree. Ah, okay, das heißt, wir fällen jetzt einfach den Baum. Und dann kriegen wir unseren Fallschirm. So, Baum fällt. Jo, er fällt runter. So. Jetzt müssen wir wieder zurückrennen. Boah, es wird auch dunkel. Okay, das sieht cool aus hier gerade, dieser Sonnenuntergang durch den Nebel durch. Das sieht schon cool aus. Also ich muss schon sagen, das Spiel ist schon cool gemacht. Also das macht schon Bock, auf jeden Fall.
Oh ne, ich bin falsch, oder? Ah ne, links rum, glaube ich. Ja, das könnte funktionieren. Gut, dass wir keinen Hunger haben. Ich wüsste gar nicht, wie wir da jetzt was zu essen bekommen. Aber wahrscheinlich mit der Hasenfalle zum Beispiel. Aber ich weiß auch nicht, ob das egal ist, wo man die aufstellt, ob man die irgendwo aufstellen muss, wo viel Hasenverkehr ist. Okay, Hasenverkehr klang irgendwie falsch. So. Dann können wir jetzt einmal Fabric herstellen, so Stoff wahrscheinlich. Ja. So. Und irgendwie das Dach noch reparieren. Aber da weiß ich echt nicht, wo es gehen soll. Weil wir kommen da ja gar nicht hoch, oder? Ich glaube, wir gehen mal schlafen erst, sicherheitshalber. Die Tür zu machen. So. Haben wir noch ein bisschen Holz zum Feuer machen? Ja. Dann mache ich mal ein bisschen Feuer. Feuerzhalber. Nicht, dass wir jetzt hier noch erfrieren. Und ich gehe schlafen. Ah, okay. Jetzt sieht man, wie lange man schläft und auch wie viel Energie man regeneriert, während man schläft. Und Leben und so. Okay. Ach so, wir können einfach hier innen drin das fixen, oder? Ja. This should keep the warmth inside. Aber irgendwie ist es doch ein Bug, dass man nicht sieht, dass es repariert ist, oder? Weil okay. Es ist immer noch offen. What's next? Okay, es ist immer noch dunkel. Aber ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm. Nicht, dass wir jetzt gleich hier noch von irgendeinem Hasen überfallen werden. Ja. So. Da oben soll die Falle hin. So. Aber das ist jetzt eine. Ist das sicher? Ist das echt eine Hasenfalle? So ein Riesending. Jo. Okay. Ich glaube, das war die Demo. So wie es aussieht. Ja, das war sie. Es ist gerade ein bisschen laut. Ja, ich muss sagen, das Spiel ist wirklich cool, ist wirklich interessant. Schaut euch gerne die Demo selber mal an auf Steam, die ist kostenlos, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr da Interesse habt am Spiel. Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, das hat echt viel Potenzial, das Spiel. Und ja, mal gespannt, wie das finale Spiel aussehen wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.